Mittwoch, 5. September 2018, 0:26 Uhr. Die schwüle Hitze in New York sorgt bei den US Open weiterhin für absurde Diskussionen um Bekleidungsvorschriften. In der ersten Turnierwoche hatte die Französin Elise Cornet eine Verwarnung kassiert, weil sie auf dem Platz das Hemd ausgezogen hatte. Im Viertelfinale der Männer zwischen Juan Martín del Potro und John Isner lieferte sich der Argentinier del Potro nun eine ausgiebige Diskussion mit Stuhlschiedsrichter Carlos Ramos, ob er auf dem Court die Hose wechseln darf oder nicht. Ramos erklärte dem Weltranglisten-Dritten freundlich aber bestimmt, dass er die verschwitzte Hose anlassen müsse. Am Ende war es egal, nach 3:31 Uhr gewann Del Potro das Match gegen Isner 6:7, 5:7, 6:3, 7:6, 7:4, 6:2 und ist damit zum dritten Mal ins Halbfinale der US Open eingezogen. Dort könnte er wie schon 2009 und 2017 auf Rafael Nadal treffen, der dafür in seinem Viertelfinale den Österreicher Dominic Thiem besiegen müsste. 2009 hatte Del Potro glatt in 3 Sätzen gegen Nadal gewonnen und sich im Anschluss mit einem 5-Satz-Sieg im Finale gegen Roger Federer seinen bislang einzigen Grand-Slam-Titel gesichert. Im vergangenen Jahr setzte sich Nadal im Halbfinale gegen den Argentinier in 4 Sätzen durch und wurde anschließend zum dritten Mal US Open Champion. Nass geschwitzte Hosen, Hände, T-Shirts und Mützen. Das Viertelfinalmatch zwischen Del Potro und Isner wurde zum erwarteten Aufschlagfestival. Im ersten Satz gaben sich beide Spieler bei eigenem Service keine Blöße. Den Tiebreak entschied Isner knapp für sich. Danach hatte der letzte im Männerfeld verbliebene US-Amerikaner aber noch mehr mit der Hitze zu kämpfen als Del Potro. Während der Argentinier über seine nasse Hose diskutierte, haderte Isner immer wieder damit, dass ihm der Schläger aus der nass geschwitzten Hand rutschte, wechselte mehr als 10-mal das T-Shirt und 8-mal die Mütze. Geholfen hat es nicht. Isner muss weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Sein bislang bestes Ergebnis bei einem der 4-Major-Turniere war der Halbfinaleinzug in Wimbledon in diesem Jahr. Dort unterlag er nach 6,5 Stunden dem Südafrikaner Kevin Anderson. Es war das längste Halbfinale der Wimbledon-Geschichte. Wie Isner und Del Potro leiden in diesem Jahr alle Spieler bei den US Open unter den schweißtreibenden Bedingungen mit sehr hohen Temperaturen und ebenso hoher Luftfeuchtigkeit. Auch Federer hatte sich nach seinem überraschenden Achtelfinalaus gegen den Australier John Millman darüber beschwert, dass alles nass sei.